Leute, da ist er, der G3 Ferrari, und auf dem werden wir heute die Pizza machen. Vielen Dank dafür an Thorsten, von dem das Teil gesponsert worden ist. Dazu gekommen ist es, weil wir im Livestream über meine Wunschliste auf Amazon geredet haben und ich wurde dort doch tatsächlich dazu genötigt, diesen Pizzagrill mit in die Liste aufzunehmen, und so wie er drin war, war er auch schon wieder weg. Und ja, ich habe zuerst gedacht, ich habe was Falsches geklickt. Also, vielen, vielen, vielen Dank dafür nochmal. Du bist echt der Hammer. Echt wahr. Und jetzt gehen wir rüber, pack mal das Ding schnell aus. Und Videotitel weiß ich immer noch nicht so ganz genau. Und danach gucken wir, ob mein Pizzateig was geworden ist. Gehen wir wieder rüber in die kleine, aber feine Küche. So. Also weiter als den Deckel offen gehabt und die beiden Teile hier angeschaut, habe ich bis jetzt auch noch nicht. Ich weiß noch nicht einmal, wie die angewendet werden, ob die im Ofen drin bleiben beim Backen oder nicht. Jo. Vielleicht schaue ich mal auf sicherheitshalber vorher noch ein schnelles Video an, ich weiß es noch nicht. Oder ich tue es selber wieder experimentieren. Wie mit dem Pizzateig gestern. Aber das macht ja irgendwie auch am meisten Spaß. So. Los, vorsichtig hier raus. Ich weiß echt noch gar nicht, wo ich den unterbringen soll. Jesus Maria und Josef. Oh, geil. Und das ist die Stufe. Und dann würde ich jetzt einmal sagen, lassen wir den erst einmal sauber einbrennen. Viel abwischen müssen wir da nicht. Das ist ein Pizzastein. Ja. Pizza Ferrari einbrennen. Und dabei kümmern wir uns mal um den Pizzateig. Da haben wir ihn. Also aufgegangen sind sie auf alle Fälle ein bisschen. Ja, und da gucke ich jetzt, dass ich mir eine Pizza draus ziehe. Dann gehen wir wieder zurück ans Brettl und bauen eine Pizza. Tja, dann würde ich mal sagen, machen wir die erste Pizza. Schinken, Salami, Zwiebel, Knoblauch, so wie ich sie auch gern in der Pizzeria essen würde oder beim Pizza Service Express bestellen würde. Und schauen wir mal hier runter. So, Grati und Pizzakäse, Mozzarella, dann haben wir hier Salami und einen Hinterschinken. Hier habe ich mir noch eine fertige Pizzasauce organisiert. Ich werde jetzt für mich alleine hier jetzt nicht extra eine Pizzasauce kochen. Hier Zwiebel und Knoblauch. Werde ich Zwiebel ein bisschen klein schneiden und den Knoblauch auch noch drüber pressen und dann hier rein.
Ja, und was nicht fehlen darf, ist das Pizzaioli vom Klaus. Irgendwie steht die Cam nicht ganz so günstig, wie sie stehen sollte. Oder täuscht es bloß hier auf diesem Display? Gut. Dann mache ich das schnell mit der Zwiebel und dem Knoblauch. Und danach Teiglinge ziehen. Nicht mit der Rolle, sondern mit der Hand. Ich bin echt gespannt, ob das was wird heute. Hier meine Zutaten. Dann tun wir hier jetzt noch ein klein bisschen einmehlen. So. Naja, er ist schon ziemlich klebrig. Also wir wollten ihn ja nicht ausrollen. Also schauen wir mal, wie das mit dem Ziehen funktioniert. Ob wir da eine halbwegs vernünftige Pizza hinkriegen. Ich habe hier jetzt auch noch nirgends spioniert. Weil bis jetzt habe ich die Pizza immer gerollt. Naja, Leute, von einer runden Pizza sind wir jetzt sehr weit entfernt. Hey, da ist ein Loch im Pizzateig. Schauen wir mal, ob wir das noch ein bisschen rauskriegen. Egal. So. Jetzt muss ich aber trotzdem noch 2 bis 5 Minuten warten auf den Ofen. Weiter geht's. Nehmen wir jetzt was von der Pizzasoße. Klatschen uns die einfach hier drauf. Ja, ich streiche das mit Absicht komplett bis zum Rand. Ansonsten müsste ich jetzt extra Olivenöl nehmen und den Rand einpinseln. Das mache ich sehr gern bei Pizza zum Beispiel. Tja, weil sich ja so viele immer beschwert haben, dass der Käse unten drunter gehört, habe ich jetzt ein bisschen Käse unten rein und ein bisschen Käse oben drüber. Ich mag das einfach, wenn der Käse oben drüber so richtig schön verläuft dann. So. Ein bisschen handzerrupften Schinken. Na, geh auseinander. Ein bisschen Salami mit drauf. Kommt da mal einfach ein bisschen Käse drüber. Das muss so. Jeder macht seine Pizza, wie er sie will. Und genauso mache ich das auch. Und meine anderen Pizzaschieberbleche, die großen runden und aus Holz, ich weiß nicht einmal, wo die jetzt sind, ob die bei meinen Eltern gelandet sind. Ich habe keine Ahnung. Aber das könnte ja auch funktionieren. Und so gehen wir jetzt rüber zum Pizza. Moped hätte ich fast gesagt. Zum Pizza Ferrari. Genau. So, da wären wir schon. Machen wir mal das Licht wieder an. Auf 2,5 habe ich mittlerweile runtergedreht. Huh. Wie neu noch. Deckel zu und abwarten, was passiert. Mist, Deckel wieder auf.
bisschen Zwiebel und Knoblauch noch drauf. Meine Fresse. Da richtet man das Zeug her, hat es vor der Nase stehen und dann vergisst man es doch wieder. Ah ja, gut, das reicht. So, Freunde, nach ca. 5 Minuten schauen wir mal rein. Und holla, die Waldfee. So schlecht schaut sie noch schon gar nicht aus. Aber die kann noch ein klein wenig. So, Freunde, nach 7 Minuten oder 8 Minuten sowas gucken wir jetzt nochmal rein. Und ich glaube, ich hätte die, ja, den Pizzaofen doch auf 3 aufgedreht lassen können. Aber das Ding sieht doch mal richtig, richtig geil aus. Für die erste Pizza daraus. Tja. Auf 3 für die nächste. Haha, mein Pizzaradl hatte ich auch gerettet. Und jetzt. Hört ihr das? Ja, ja, doch, der Boden sieht gut aus. Tja, ab in Hals. Geil. Und heiß. So pro natura. Schon mal sehr, sehr lecker. Aber noch besser mit ein wenig Pizzaioli. Jetzt mache ich den Pizzaofen doch kurz aus. Weil ich esse jetzt die Pizza erst ganz in Ruhe auf. Nachher mache ich dann eine ganz verrückte Pizza-Kreation. Bis nachher gleich. So, Freunde, weiter geht's. Zweite Runde. Ich habe den zweiten Teigknödel ja jetzt schon ein paar Minuten heraus, dass der ein bisschen Raumtemperatur auch annimmt. Und ich mache mir jetzt eine Schnitzelpizza. Ja, Schnitzel können geschnitzelt, oder wie war das? Ja, käme da runter. Also die Arbeitsplatte habe ich jetzt nicht sauber gemacht, weil die ja relativ schön eingemehlt ist. Und ich schneide mir jetzt hier einfach ein paar schöne Streifen von den Schnitzel runter. Die werden schon ausreichen. Na komm, ein dicker noch von Hals. Hervorragend, Schnitzel noch gut. Ja, dann habe ich mir zum Teig auswackeln auch noch was angeschaut. Und dabei festgestellt, okay, wenn man das so macht, dann gibt es einen schönen hohen Rand. Vielleicht tatsächlich eine halbwegs runde Pizza. Aber der Teig klebt halt wirklich noch heftigst. Drehen wir mal um. Noch ein klein bisschen Mehl da drauf.
Was ist jetzt? Ich will eine runde Pizza haben. T-Fix. Also der Teig ist bei weitem nicht perfekt. Das habe ich ja auch ganz am Anfang gesagt. Und ihr habt es ja gesehen, wie ich den Teig gemacht habe. Jetzt schauen wir mal, wie der nächste Teig wird. Aber den werde ich jetzt definitiv erst einmal aufbrauchen. Weil alles andere wäre ja zu schade dazu. Oder zu schade, wenn man den jetzt wegschmeißen würde. So, meine Pizzasauce streiche ich wieder komplett bis außen. Bisschen weiter hätten wir die Pizza schon noch ziehen können. Gibt jetzt bestimmt einen schönen hohen Rand. So. Kommt unser Schnitzel zum Einsatz. Bisschen Zwiebeln und Knoblauch schadet nie. Ich weiß zwar nicht, wie gut es mit dem Schnitzel harmoniert. Aber die Reste müssen jetzt weg. Apropos Reste, da haben wir noch ein bisschen Schinken. Da tun wir jetzt noch ein bisschen Mozzarella drüber. Ich liebe es so. Wenn da jetzt nicht so viel schon drauf wäre, hätte ich jetzt noch ein Ei drauf gekloppt. Aber das können wir ja bei der nächsten Pizza dann ausprobieren. Im nächsten Pizza-Video. So. Gut, Pizza Ferrari noch ganz kurz fertig aufheizen lassen. Bevor wir dann die Pizza hier drauf knallen. Also wie gesagt, der Teig ist alles andere als perfekt. Ja, so könnte es gehen. Gehen wir dann rüber zum Pizzaofen. Damit die Pizzas oben auch so richtig schön werden, sollte die Heizspirale oben drin an sein, schön heiß. Und jetzt ist die Heizspirale ausgegangen, weil der Pizzaofen seine Hitze erreicht hat. Und um das zu umgehen, schmeißen wir jetzt gleich die Pizza rein und dann drehen wir den einfach auf 3 auf und ja, schauen, was passiert. So, und jetzt zur Attacke. Und jetzt geht die Lampe nämlich wieder an und das heißt, ja, dass die Heizspirale wieder oben schön mitheizt. Und dann warten wir so knappe 5 Minuten. Ich bin gerade noch mal dabei, die anderen 2 Teiglinge noch mal zu schleifen. Und dann kommen die nämlich noch mal hier in die Dose rein. Und da dürfen die bis morgen ja, ausharren. Und morgen gibt es dann ein frisches Video noch mal. Und jetzt schauen wir hier mal rein. Ach du Schande, sieht das gut aus. Ich würde sagen, die Pizza ist schon fertig. Hui! Aber hallo. Tja, jetzt ist es halt, je höher die Pizza kommt, desto, na, ab ins Wasserbad hier, desto größer ist hier die Gefahr, dass hier das, was nach oben kommt, verkokelt, weil es ja ziemlich nah an die Heizspirale kommt. Und jetzt würde ich mal sagen, klatsche ich mir dieses Schnitzelpizzastück gleich direkt in den Hals. Tja.
Tja, wie schmeckt so eine Schnitzelpizza mit Zwiebel und Knoblauch und Schinken? Zunächst einmal sehr heiß, aber auch sehr geil. Oh. Oh. Und hier, das ist der fluffige Rand. Endet gut, alles gut. Und unten auch gleich die Aromen. Aber wirklich lecker. Über den Rest tue ich jetzt noch ein bisschen Pizzaioli drüber und tue das komplett aufessen. Dann habe ich genügend gegessen für heute. Mein Fazit zu dem G3 Ferrari. Das ist mein geiles Teil. Hätte ich nicht für möglich gehalten. Ich hätte man wahrscheinlich selber jetzt auch gar nicht gekauft. Es sei denn, ich hätte ihn vorher mal in Aktion gesehen. Aber das ist an mir irgendwie völlig vorbeigegangen. Ja, jetzt habe ich einen und ich bin mächtig dankbar dafür. Nochmal vielen Dank, Thorsten. Ja, machen wir morgen einfach gleich nochmal ein schönes Pizza-Video. Ich weiß noch nicht wie und mit was. Doch. Irgendwas mit Ananas. Jawohl. Okay. In diesem Sinne, bis zum nächsten Pizza-Video, Leute. Ja. Ups. In diesem Sinne, wir sehen uns. Ich wünsche euch was. Danke fürs Zugucken. Freundliches Kommentar. Abo, Daumen nach oben und neues Teigvideo gibt es dann wahrscheinlich erst im übernächsten Pizza-Video. Ja, okay. Ciao, Ikowski. Ich muss jetzt Pizza essen. Schnitzelpizza. Geschnitzelte Pizza. Pizza mit Schnitzel. Geschnitzelte Pizza.